Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind an diesem herrlichen Sommerabend zur Auftaktveranstaltung unserer Begleitreihe zu unserer neuen Sonderausstellung The Sound of Disney. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Nils Daniel Peiler, ich bin der Kurator des Begleitprogramms und ich freue mich natürlich sehr, dass Sie alle hier sind und darf Sie im Namen unseres gesamten Ausstellungsteams und insbesondere unserer Kuratorin und Projektleiterin Daria Berten ganz herzlich begrüßen. Als wir diese Ausstellung angefangen haben, Ende 2019 zu planen, da hatten wir natürlich noch keine Vorstellung davon, dass wir heute hier so eine ganz besondere Kinoeinrichtung, Kinoaufstellung haben würden. Und ich muss ehrlich gestehen, als ich die letzten Monate auf dieses Begleitprogramm hingearbeitet habe, habe ich mich natürlich darauf gefreut, wenn die Veranstaltungen ausverkauft sind und hatte noch ein anderes Bild vor Augen. Heute Abend sind wir ausverkauft zum Auftakt, das ist sehr schön und ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und ich möchte an der Stelle auch schon darauf hinweisen, aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten, die wir hier im Saal haben, die Sie heute Abend auch sehen, lohnt es sich frühzeitig, Tickets zu besorgen, da wir alle Veranstaltungen bis zum 10. Januar, also bis zum Ausstellungsende, schon im Vorverkauf haben. Das nur als organisatorischer Hinweis vorneweg. Da das heute die Auftaktveranstaltung ist, möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, kurz einen Dank auszusprechen. Dass wir heute Abend hier sein können, das verdanken wir insbesondere natürlich zwei Abteilungen, nämlich der Ausstellungs- und der Kinoabteilung. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich meinen Dank nochmal an Daria Berten richten, die dieses Begleitprogramm von Anfang an mit unterstützt hat. Und das heute startet mit einem ganz wunderbaren Vortrag, zu dem wir gleich kommen, und einem herrlichen Kurzfilmprogramm. Und außerdem möchte ich meinen Dank richten, stellvertretend für die gesamte Kinoabteilung, an Natascha Gikas, die auch dieses Vorhaben von Anfang an und über die letzten Monate hinweg tatkräftig unterstützt hat. Ich habe schon darauf hingewiesen, wir haben noch viel vor in den kommenden Monaten. Wir haben insgesamt in diesem Kino 24 Gäste in den 5 Ausstellungsmonaten bis Januar 2021. Wir haben 15 ganz unterschiedliche Programme, Kurzfilme, Vorträge, Podiumsdiskussionen, Live-Musik mit dem Kinoflügel. Wir haben unterschiedlichste Formate und natürlich ganz, ganz viele Filmvorführungen auch. Also werfen Sie doch mal einen Blick in unseren Flyer, falls Sie es noch nicht getan haben, und alle Veranstaltungen sind auch schon an der Kasse erhältlich. Außerdem empfehle ich ergänzend noch das monatliche Filmprogrammheft. Wir haben nämlich jeden Monat einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Wir beginnen jetzt im August mit dem Themenschwerpunkt Synchronisation. Und da darf ich schon als Ausblick darauf hinweisen, dass schon in der kommenden Woche, am Donnerstag, dem 13. August, Professor Dr. Josef Garnkatz bei uns zu Gast sein wird aus Köln und die 3 unterschiedlichen deutschen Synchronfassungen von Schneewittchen und die 7 Zwerge vorstellen wird. Und Sie sehen im Anschluss eine rare Technicolor 35mm Kopie aus dem hauseigenen Archiv. Außerdem wird uns dann als nächste Veranstaltung am 22. August die bekannte und beliebte Synchronschauspielerin Alexandra Wilke beehren. Die ist im Moment gerade für Rosamund Pike als deutsche Stammstimme von Marie Curie im Kino zu erleben, aber wir begrüßen sie natürlich ganz herzlich als deutsche Stimme unter anderem von Pocahontas, Schneewittchen oder auch Nala und Sarabi aus Der König der Löwen. Das nur als Ausblick. Jetzt aber zum Programm des heutigen Abends. Und ich freue mich wirklich ganz persönlich und herzlich, dass ich heute Abend Megumi Hayakawa aus Zürich begrüßen darf und möchte sie Ihnen kurz vorstellen. Sie ist vielen von Ihnen natürlich als Vortragende dieses Hauses bestens bekannt. Gerade erst vor 2 Tagen, vorgestern, hat sie hier im Kino eine Einführung gehalten im Rahmen der Retrospektive zum Nippon Connection Film Festival, nämlich zu Stray Dog von Akira Kurosawa. Und Megumi war seit 2014 tatsächlich bereits Co-Kuratorin des größten japanischen Filmfestivals außerhalb Japans, hier in Frankfurt eben Nippon Connection. Außerdem hat sie an zahlreichen Restaurierungsprojekten mitgearbeitet des DFF, und zwar in ihrer Funktion als Mitarbeiterin des hauseigenen Filmarchivs in Wiesbaden, und hat hier auch die neuesten Restaurierungsprojekte im Rahmen der jährlichen Restaurierungstage vorgestellt. Zuletzt etwa die Aquacolor Kulturfilme Thüringen, das Grüne Herz Deutschlands, Märkische Fahrt und Frühling in den Vogesen. Das konnten wir Anfang dieses besonderen Jahres hier im Kino erleben, und viele erinnern sich vielleicht auch noch an die wunderbare Farbrekonstruktion von Ernst Lubitschs Das fidele Gefängnis gemeinsam mit Tobias Schönrock.
Außerdem werden Sie Megumis Arbeit immer wieder erleben dürfen, wenn Sie hier im Haus zu Gast sind. In unserer Sonderausstellung auf dem Weg nach oben ins dritte Obergeschoss ist ja im ersten und zweiten Obergeschoss die Dauerausstellung und da hängt ein kunterbunter Filmstreifenvorhang. Den hat Megumi Hayakawa erarbeitet und den finden Sie im Obergeschoss im zweiten Stock. Da lohnt es sich auch gerade in diesen hellen Sommermonaten, wo das Licht vom Main hereinscheint, genauer hinzuschauen. Da ist eine kunterbunte Farbenpracht zu sehen mit ganz verschiedenen Filmklassikern in schillernden Farben. Bunt ist auch Ihr aktuelles Forschungsprojekt bei Professor Dr. Barbara Flückiger an der Universität in Zürich am Filmwissenschaftlichen Institut. Erforscht Megumi Hayakawa autonome Filmfarben, und zwar in der Animation in einem interkulturellen Vergleich zwischen Japan, Europa und den USA. Megumi Hayakawa hat ein Studium der Regionalwissenschaft Deutschland, Europastudien und Filmwissenschaft an der Universität Tokio absolviert. Sie hat ein Austauschstudium der Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München absolviert und ein Masterstudium der Kunst- und Kulturvermittlung mit dem Schwerpunkt Filmvermittlung an der Universität Bremen abgeschlossen. Zuletzt war sie vor ihrer Zeit in Zürich hier in Frankfurt am Main als Masterabsolventin der Filmkultur am TFM-Institut der Goethe-Universität hier in Frankfurt. Und ich möchte noch auf eine Publikation hinweisen, die Sie auch an der Kasse erwerben können. Und zwar hat Megumi Hayakawa einen ganz wunderbaren Aufsatz veröffentlicht über die Synchronbesetzungen von Ken Watanabe und Hiroyuki Sanada. Und der ist erschienen in dem 2015 von Thomas Bräutigam und mir herausgegebenen Sammelband Film im Transferprozess. Und dieses Buch lohnt sich gleich doppelt. Das möchte ich als Hinweis in eigener Sache noch sagen, denn am Donnerstag wird Professor Dr. Josef Garnkatz mit den drei deutschen Schneewittchen-Synchronfassungen zu Gast sein. Und auch er hat einen Beitrag dazu und zu diesen Disney-Synchronfassungen in dem Band. Ist oben an der Kasse erhältlich. Die Autorin hat sich auch bereit erklärt zu signieren. Wir haben im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit zum Austausch, darauf freue ich mich schon sehr, unter Corona-Bedingungen. Das heißt, ich darf das Mikro leider nicht mehr aus der Hand geben, aber ich komme gern zu Ihnen und wiederhole die Fragen dann nochmal für den Mitschnitt durch das Mikrofon. Und ich denke, wir sollten es von der akustischen Raumsituation auch in dieser Besetzung gut hinbekommen. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf einen Vortrag zu den Silly Symphonies, diesen frühen, wunderbaren Farbfilmen von 1929 bis 1939 als Auftakt für unsere Veranstaltung im Begleitprogramm zu The Sound of Disney. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Megumi Hayakawa. Guten Abend. Allererst möchte ich der FF, Deutsche Filminstitut Filmmuseum, danken für diese schöne Einladung und dann auch Nils Peiler, ganz nette Vorstellung. Wahrscheinlich schon einige von Ihnen in der Ausstellung schon gewesen. Der Schwerpunkt dieser sehr schönen Ausstellung, The Sound of Disney, dass der Schwerpunkt ist Sound, wie der Titel lautet. Aber heute Abend geht es ausnahmsweise nicht um den Sound, sondern um die Farben. Ich zeige heute relativ viele Folien, aber keine Sorge, das sind einfach nur Bilder, die meine mündliche Erklärung ergänzen. So, und wenn Sie sich langweilen, können Sie auch einfach Bilder beobachten. So, jetzt los geht's. Bestimmt viele von Ihnen kennen lustige drei Schweinchen oder Santa Claus Werkstatt und da arbeiten viele kleine Fienen auch dann für die Spielzeugherstellung und so. Ich glaube, Silly Symphony gehören zur Kindheit von vielen Menschen auf der ganzen Welt. Dabei vergisst man aber schnell, dass diese wunderbaren, liebevoll gestatteten Kurzzeichentrickfilme aus den 1930er Jahren stammen, also über 80 Jahre alt sind. Ein Jahr nach Steamboat Willie hat das Walt Disney Studio im August 1929 mit der Skeleton Dance die neue vertonte Cartoon-Serie Silly Symphony ins Leben gerufen. Zu Anfang bestanden diese Cartoons aus Slapstick-Gags und Vaudeville-Elementen,
Am wichtigsten war aber die rhythmische Bewegung der animierten Figuren im Takt der Musik. Doch schon bald fanden die Filme eine Form, in der sich innerhalb eines zeitlichen Rahmens von etwa 8 oder 9 Minuten eine narrative Struktur entfalten konnte. Bis 1939 wurden insgesamt 75 Zeichentrickfilme in der Silent Symphony-Reihe veröffentlicht. Davon wurden 46 Filme, also alle Titel ab 1932, bis auf Bugs in Love nach dem neuen Verfahren Technicolor 4 produziert. Im Gegensatz zur Mickey Mouse Serie, in der ein heiß geliebter Charakter, also Mickey, zusammen mit seinen Freunden quasi als Stammfigur auftritt, wodurch der Handlungsrahmen einigermaßen vorgegeben ist, sind in den Silly Symphonies bis auf wenige Ausnahmen keine wiederkehrenden Figuren vorhanden. Ohne Stammcharaktere, ohne fortzusetzende Geschichte, bot Silly Symphony einen großen künstlerischen Freiraum für die Schöpfer. In circa 8-minütigen Cartoons konnte man immer wieder etwas Neues experimentieren, ohne die Popularität und den Ruhm des Studios wirklich zu riskieren. Für die Serie wurden unterschiedliche neue Techniken eingeführt und erfolgreich praktiziert. Farbe gehört definitiv dazu. Farbe war eine neue Dimension, die Disney nach der erfolgreichen Einführung des Tons gewonnen hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass man diese Filme lediglich als technische Wegmarken auf dem Weg zu den späteren Langfilm-Meisterwerken Disneys reduzieren sollte. Neben der großen Beliebtheit der Silly Symphony Cartoons beim zeitgenössischen Publikum sei so zum Beispiel erwähnt, dass Disney mit seinem ersten farbigen Cartoon Flowers and Trees aus dem Jahr 1932 gleich den allerersten Oscar für den besten Kurzanimationsfilm gewonnen hat und innerhalb von 8 Jahren bis zum Ende der Serie noch 7 weitere Oscars eingeholt hat. Hier mit roten Zeichen, also in Rot geschrieben. Dieser Titel hat Oscar gewonnen und orange-gelb, das ist dann Oscar-Nominierung bekommen. Noch lange vor Flowers and Trees gab es aber eigentlich bereits farbige Zeichentrickfilme. Disney hat also keineswegs als erster Zeichentrickfilme in sozusagen Natural Color geschaffen. Im Jahr 1920 sollte der erste farbige Cartoon, The Debut of Thomas Cutt, im Brewster-Farbverfahren produziert worden sein. Der Film ist aber leider verschollen. Und der Film war ohne Ton. 1930 entstand der erste farbliche Farbelemente, sowohl als Pigment als auch als Licht. Daher möchte ich heute über die Farben der Silly Symphonies anhand von 3 Ebenen sprechen. Die ersten 2 Ebenen gehören zur Produktionsphase, sind also off-screen. Die erste Ebene ist die erste Produktion der farbigen Bilder überhaupt im Filmstudio. Die zweite Ebene ist die Übertragung dieser Farbe auf das Filmmaterial durch ein Farbverfahren. Und die allerletzte, dritte Ebene ist dann die Farbe im On-Screen, also Farbe auf der Leinwand. Weil es sich um eine komplizierte technische Angelegenheit handelt, fange ich zuerst mit der zweiten Ebene an, dem Farbverfahren. Also Achtung, jetzt wird werden ganz viel von Technik gesprochen. Aber ich möchte das so schnell wie möglich dahinter uns bringen. Im heutigen Verständnis ist es möglich oder sogar selbstverständlich, Farberscheinungen in der profilmischen Welt mit einer Kamera aufzunehmen und dann das 1:1 originalgetreu auf der Leinwand zu reproduzieren. Aber das ist eine der großen Errungenschaften, die die Filmindustrie durch einen langen Trial-Error-Prozess erreicht hat. Der Film war zwar schon nahezu seit seiner Erfindung farbig, aber die Aufnahmetechnik ermöglichte zuerst nur, Aufnahmegegenstände im Filmmaterial in Schwarz-Weiß aufzuzeichnen.
Es gab diverse Versuche, solchen Schwarz-Weiß-Filmbildern Farbe zu verleihen, indem jede einzelne Kopie eingefärbt wird. Sogenannte applizierte Farben hatten aber nicht unbedingt eine Äquivalenz zum Gegenstand der Abbildung. Jetzt sehen Sie die Beispiele von diesen applizierten Farbverfahren. In den 1920er Jahren intensiviert sich der Wettbewerb um die Entwicklung und Einführung eines mimetischen Farbverfahrens und nicht mehr applizierte Farbverfahren, sondern jetzt kommt dann mimetische Farbverfahren. Wobei applizierte Farbverfahren dann nur noch bis in die 1930er oder noch später auch überlebt haben. Aber jetzt kam der mimetische Farbverfahren auch wirklich ins Spiel. Beim mimetischen Farbverfahren wird das Spektrum der sichtbaren Farben in verschiedenen technischen Prozessen in zwei oder drei Grundfarben zerlegt und auf mechanische und oder chemische Weise in Filmfarben übersetzt, sodass eine Farbäquivalenz zwischen Szene in der profilmischen Welt und filmischen Abbild erzeugt wird. Frühe mimetische Farbverfahren basiert auf additiver Farbmischung, einem sehr komplizierten mechanisch-optischen Verfahren, das vor allem spezielle Geräte erforderte und kompliziert in der Handhabung war, um Farben während der Projektion auf der Leinwand wiederzugeben. Bei der additiven Farbmischung entstehen Farben durch Mischen von Licht in verschiedenen Wellenlängen. Dabei wird Licht unterschiedlicher Wellenlänge auf dieselbe Stelle überlagert. Dagegen werden Farben bei der subtraktiven Farbmischung durchs Entziehen der bestimmten Wellenlängen vom Spektrum des Lichts durch Farbfilter oder Pigmente erzeugt. Anfang der 1930er Jahre, als in der Silly Symphony Serie zum ersten Mal Cartoons in Farbe produziert wurden, war naturgetreue Farbe noch nicht ein fester Bestandteil eines Films. Das Farbspektrum war vor allem in dieser Zeit noch sehr limitiert. Die meisten Verfahren begrenzten sich auf zwei Farben statt drei. Meistens komplementäre Farbtöne wie Blau-Grün und Rot-Orange. Mimetische Farbverfahren hatten also noch in den 1920er Jahren zwei grundlegende Probleme. Einen hohen technischen und finanziellen Aufwand sowie ein stark begrenztes Farbspektrum. Das im Jahr 1932 erfundene Technicolor-Verfahren Nummer 4 hat dies geändert. Als entscheidender technischer Durchbruch hat es nämlich diese zwei Herausforderungen bewältigt und es schließlich geschafft, die Hollywood-Filmindustrie rund zwei Jahrzehnte zu dominieren. Der Technicolor Motion Picture Corporation wurde im Jahr 1915 von Herbert Kalmus und zwei anderen Ingenieuren gegründet. Wie der Name Technicolor Nummer 4 sagt, hat das Unternehmen bereits zuvor drei unterschiedliche Farbverfahren entwickelt. Den wesentlichen Grundstein für den späteren Erfolg hat das Technicolor Nummer 4, ein subtraktives Zweifarbenverfahren, Ende der 1920er Jahre schon gelegt. Das dritte Verfahren von Technicolor führt eine innovative Dye-Transfer-Kopiertechnik mit subtraktiver Farbmischung ein. Aber was bei diesem Verfahren noch für den großen Erfolg fehlte, war die dritte Farbe Blau, die das Farbspektrum vollständig gemacht hätte. Die Lösung war eine spezielle aufgebaute Kamera. In Fachjargon kann man das Technicolor Nummer 4 als ein subtraktives Dreifarbenverfahren mit drei Streifen Strahlteilerkamera und Dye-Transfer-Kopiertechnik in Englisch Imbibition bezeichnet. Ja, das ist schon ein Zungenbrecher. In der speziellen Kamera waren also sogenanntes Beipack zwei aufeinanderliegende Filme sowie ein Einzelfilm rechtwinklig zueinander angeordnet. Wenn Licht in die Kamera einfällt, wird es über ein Doppelprisma in zwei Lichtungen aufgeteilt, sodass die drei Schwarz-Weiß-Filme gleichzeitig belichtet werden.
Das geradeaus einfallende Licht geht über einen Grünfilter. Dadurch ergibt sich ein Filmstreichen für den Grünauszug. Durch den Beipackfilm mit dem Magentafilter und dem Gelbfilter ergeben sich jeweils ein Blauauszug und ein Rotauszug. Aus diesen drei Farbauszügen wurden Druckmatrizen hergestellt. Sie wurden dann mit den jeweils komplementären Farbstoffen, also Gelb aus dem Blauauszug, Magenta aus dem Grünauszug und Cyan aus dem Rotauszug beschichtet, und die Farben wurden wie Stempel quasi mit Hilfe des sogenannten Pinbet jeweils korrekt und passgenau auf den neuen blanken Positivfilm aufgedruckt. Dieser fotolithografische Prozess ermöglicht es, ein Farbbild aus den farbintensiven und stabilen Farbstoffen zu schaffen, was zugleich den typischen Technicolor-Look ausmachte. Dichte, gesättigte Farben und opake Farbapplikation. Mit der erfolgreichen Einführung des Dreifarbenverfahrens ist es Technicolor Nummer 4 vor allem gelungen, theoretisch erstmals das gesamte Farbspektrum auf dem Filmmaterial wiederzugeben. Trotz allem hat Technicolor Schwierigkeiten für sein neues, innovatives Farbverfahren, neue Kunden unter dem großen Studio zu finden. Ein möglicher Grund dafür, für diese zurückhaltende Reaktion, war vor allem ein gewisses Misstrauen der Filmindustrie gegenüber mimetischen Farbverfahren durch die bislang enttäuschenden Erfahrungen. Kein befriedigendes Ergebnis, trotz hoher Investitionen für die technische Auslüstung. Dazu noch hatten die Filmindustrie und Kinos aufwendige Umstellungsprozesse von Stummfilm zum Tonfilm einigermaßen erst hinter sich gebracht oder waren vereinzelt gerade noch damit beschäftigt, sodass die Einführung der mimetischen Farbe kein dringendes Anliegen war. Man könnte auch mit Filmwissenschaftler Scott Higgins sagen, dass die Filmfarbe in den 1920ern und eigentlich auch noch in den 1930ern als eine vertraute Facette des Films, aber eher eine Begleiterscheinung galt. Nicht zu unterschätzen waren auch Einflüsse der Wirtschaftskrise von 1929, die die Filmindustrie zu diesem Zeitpunkt noch nicht völlig überwunden hatte. Die ganze Situation war ein Dilemma für Technicolor. Um die skeptische Studio zu überzeugen, wurde es unter dem natürlich die Leistungsfähigkeit von Technicolor Nummer 4 demonstrieren. Aber ohne Kunden konnten sie nicht bewiesen werden. Technicolor selbst war eigentlich auch noch nicht wirklich bereit, das neue Verfahren für die große Filmproduktion anzubieten. Am Anfang standen auch nicht genügend Exemplare der diesen speziellen Technicolor-Kamera zur Verfügung. Ein bisschen Zeit benötigte es noch, um diese technische Errungenschaft in der Praxis stabil einsetzen zu können und dann maximale Leistung zweifelsfrei zu erreichen. Darum schien ein Cartoon-Studio schließlich der ideale Kunde für Technicolor zu sein. Für die Produktion von Zeichentrickfilmen war auch eine spezielle Kamera nicht unbedingt nötig, da man jedes Bild problemlos dreimal, also für drei Farbauszüge aufnehmen konnte. Aber wieder einmal, große Studios wie Warner Bros. Oder MGM hatte wenig Interesse dafür. Die Cartoon-Abteilung wurde eher als marginale Produktionslinie betrachtet und es war einfach zu riskant und unnötig, so ein extra für ein neues, teures Farbverfahren Geld zu investieren. Das einzige Cartoon-Studio, das genug Mut und Interesse hatte, war ein kleineres, unabhängiges Studio von Walt Disney. Technicolor hat endlich einen Kunden für Technicolor Nummer 4 gefunden. Nun komme ich zur Geschichte der profilmischen gezeichneten Welt, die Walt Disney geschaffen hat. Walt Disney hat eine hohe Affinität für neue Technik und einen großen Ehrgeiz, aber der Schlüssel seines großen Erfolgs lag wahrscheinlich in seiner unermüdlichen Hingabe
für die Perfektionierung seines Werks begründet. Dies deutet die Episode an, dass er zwar bereits 1926, also 2 Jahre vor Steamboat Willie, die Idee hatte, seine Cartoons in Farbe zu drehen. Aber kein verfügbares Farbverfahren hat ihn damals wirklich überzeugt. Und daher hat er die Farbe einfach erstmals fallen gelassen. Und während seine Konkurrenzstudios mit den Zweifarbenverfahren experimentierten, wartete Disney auf das qualitativ bessere Farbverfahren, welches das gesamte Farbspektrum wiedergeben könnte. Technik Nummer 4 hat Disney endlich die Gelegenheit gegeben, in die Produktion des farbigen Zeichentrickfilms zu investieren. Disney erzählt einem Journalisten über seine erste aufregende Begegnung mit Technik Nummer 4. When I saw those 3 rich true colors on one film, I want to shout. Disney musste aber mit der Einführung des neuen Farbverfahrens auch wegen seines Verleihers United Artists, der die Mehrkosten für die Verwendung von Technicolor Nummer 4 zum Teil tragen würde, erstmal vorsichtig umgehen. Nach der stückweisen Vereinbarung mit United Artists konnte Disney endlich im Juli 1933 einen 2-jährigen Exklusivvertrag für die Verwendung des neuen Verfahrens mit Technicolor abschließen. Das sehen Sie auch dann im rechten Bild. Das ist dann Korrespondent Card, jetzt mal Kodak. Für Disney ist jetzt ein optimales Farbverfahren verfügbar geworden, um seine Vorstellung von Farbfilm realisieren zu können. Aber die große Leistung von Technicolor Nummer 4, wie gesagt, das gesamte Farbspektrum reproduzieren zu können, konnte im Fall des Zeichentrickfilms nur Sinn ergeben, wenn die Einzelbilder, die aufgenommen und fortlaufend in Bewegung gesetzt werden, zuvor auch im reichen Farbspektrum gezeichnet und gemalt werden. Man kann also aus dem 3-Farben-Verfahren am besten für den Zeichentrickfilm profitieren, wenn man das Gesamtfarbspektrum zur Verfügung hat. Dann folgt die Entscheidung, welche Farbe, wie man kombiniert. Die Einführung von Farbverfahren veranlasste daher Disney, Farbmaterialien und Produktionsprozess seines Studios hierfür zu optimieren. In der Ära des schwarz-weißen Zeichentrickfilms hatte sich Disney bereit bemüht, die Bildqualität der profrömischen Welt zu optimieren, also auf dem Cell. DuPont, einer der weltweit größten Konzerne der chemischen Industrie, hat 2 wichtige Materialien für Disney bereitgestellt, Cells und Pigmente. Walt Disney hatte in den frühen 1920er Jahren die von DuPont speziell angefertigte transparente Nitratfolie Pyralin bestellt, um den leicht gelblichen Farbton der herkömmlichen Folie zu beseitigen. Transparenz, Farblosigkeit und Stabilität der Folie waren Schlüsselelemente, um einen neutralen Boden für Ink and Paint zu schaffen. Aber ein großes Problem war, dass die vorhandenen auf dem Markt gängige Farben sich nicht gut auf dem Sets von DuPont gehalten haben. Während andere große Studios wie MGM und Warner Bros. Dafür spezielle Farben aus dem externen, für die Farben von Cartoons spezialisierten Hersteller beschafften, hatte Disney bald eine andere Lösung gefunden. Pigmente von DuPont selbst direkt bestellen und Farben in seinem Studio selbst herstellen. Der Hauptgrund dafür war, dass die Eigenherstellung tatsächlich doch günstiger war, aber das ermöglichte eben auch bessere Qualitätskontrolle und vor allem einen flexiblen Umgang mit den Farben. Bald fing das Studio an, seine eigene Farbrezepturen aufgrund des Mansell-Farbsystems zu erstellen. Mit den Jahren ist die Zahl der Farbrezepte von Disney Studio rasant gestiegen. Das heißt, seine Farbpalette ist immer breiter geworden. Hermann Schultes, ehemaliger Mitarbeiter in der Spezialeffektabteilung, beschrieb
den Herstellungsprozess der Farben im eigenen Studio folgenderweise. The paints are mixed in the paint lab at the studio from formulas by trained chemists. Pigments, animal, vegetable and mineral are ground and mixed. Several hundred hues with seven values each from dark to light are kept here. In harmonious colors avoided and pastel shades are used mostly. Color schemes have to be changed when character moves from sun into shadow. In einem Kurzdokumentarfilm von RKO Radio Pictures, How Walt Disney Cartoons Are Made, aus dem Jahr 1938, berichtet ein Sprecher mit Stolz. In the studio paint laboratory, all colors used are made up from secret formulas. Expert chemists develop more than 1500 different shades of color for Snow White and the Seven Dwarfs. Hier sind Bilder von einem Disneys sozusagen Fake-Dokumentarfilm Reluctant Dragon aus dem Jahr 1941. Ein amerikanischer Humorist Robert Benchley besichtigt auf einer Tour durch die Disney-Studios einen sogenannten Rainbow Room, also Farblabor, und erfährt, wie Brilliant Colors von Disneys Animationsfilm entstehen. Während dieser Film hauptsächlich in Schwarz-Weiß gedreht wurde, werden aber diese Szene logischerweise in Farbe, Technicolor Nummer 4, gedreht. Das Farblabor von Disney wurde mit Stolz präsentiert. Für diese Dreharbeit wurde ein größerer Raum extra sehr auffällig eingelichtet. Also das hier ist eine inszenierte Version vom wirklichen Farblabor. Aber es bedeutet darauf hin, dass die Farbe 1940 als ein besonderes Merkmal von Disney galt. Aber nicht nur quantitativ, sondern qualitativ waren Disneys Farben auch zu bewundern. Im Vergleich zu kaseinbasierenden Farben, die zum Beispiel in Warner Bros. Studio verwendet wurden, hatten Disneys Farben mit Gummi Alabicum mehr Schichtdicke, die langfristig wie ein Jewel glänzend wirkten, was sich auch auf die leuchtenden Pigmente von Dupont zurückführen lässt. Ihre Viskosität und Elastizität waren auch ein großer Vorteil für den Farbauftrag. Die quantitative und qualitative Entwicklung der Farben hat über die 1930er Jahre hindurch stattgefunden. Neben der Optimierung dieser verfügbaren Ressourcen fand es Walt Disney aber auch notwendig, seine Künstler für den vertrauten Umgang mit Farben weiterzubilden. 1931 schickt Disney seine Künstler zuerst zum Abendunterricht an der Cunard Art School, dann ab 1932 lud er Don Graham, einen Lehrer an dieser Kunsthochschule, ins eigene Studio ein, um ihn zweimal die Woche unterrichten zu lassen. Einer der Schwerpunkte seines Unterrichts war die Farbtheorie. Systematischer Farbeinsatz, optimale Farbkomposition, unterschiedliche Funktionen der Farbe im Zusammenhang der Bewegung etc. etc. Solche Theorien und Methoden wurde Disneys Künstlern beigebracht, was als fundamentales Wissen für eine effektvolle und plausible Farbgestaltung in seinen Kurzfilmen praktiziert wurde. Schließlich war Graham bis 1941 ein Chief Art Instructor in Disney Studio für die Weiterbildung tätig. Die Weiterbildung über Farbenlehre wurde sogar später noch vertieft. Ende der 1930er Jahre wurde ein spezieller Ausbildungskurs über Farben von einem anerkannten Farbtheoretiker und Berater, Faber Biren, im Studio angeboten. Disneys großer Erfolg mit seinen Farbfilmen ist daher nicht allein dem innovativen Farbprozess geschuldet, sondern auch seinen Bemühungen, sowohl technisch als auch ästhetisch, seine Ressourcen zu optimieren. Nun möchte ich mit konkreten Beispielen genauer auf die Farben in den Symphonien schauen. Walt Disney hat für Three Symphonies, also die neue Technik,
Farbtechniker Nummer 4, die das gesamte Farbspektrum wiedergeben konnte und die nach eigenen Farbrezepturen hergestellte große Palette an Farbmaterialien zur Verfügung. Mit Hilfe von 3D-Visualisierung möchte ich nun jetzt zeigen, wie die Farbpalette der City Symphony tatsächlich aussieht. Dafür habe ich die durch das von Professor Barbara Fückiger geleitete Forschungsteam der Universität Zürich entwickelte Software für Visual Video Annotation and Analysis, VIAN, verwendet. Die Visualisierung basiert auf dem Lab-Farbraum, der alle wahrnehmbaren Farben dreidimensional wiedergibt, also visualisiert. Die senkrechte Achse L zeigt Helligkeitswerte. Auf der A-Achse liegen sich die Gegenfarben Grün und Rot gegenüber, auf der B-Achse die anderen Gegenfarben Blau und Gelb. Erstens habe ich 250 Screenshots pro Film mit regelmäßigem zeitlichen Abstand erstellt und jedes Bild wurde nach einem speziellen Algorithmus vereinfacht und die Durchschnittsfarbe jedes Superpixels, das heißt einer Gruppe kleiner Pixels, wurde extrahiert und jedes Farbelement wurde je nach Farbwert auf diesem dreidimensionalen Modell koordiniert. Das ist ein komplizierter Mechanismus und Sie müssen nicht alles verstehen, ich auch nicht wirklich so wahrscheinlich, aber ganz einfach gesagt, das ist die 3D-Visualisierung der Farberscheinungen eines Films. Und ich zeige sie Ihnen, weil sie eine gute Übersicht geben kann. Und es ist eigentlich zwar eine 3D-Visualisierung, aber aus praktischen Gründen zeige ich jetzt Ihnen in 2D. Und also Screenshots von unten und von oben, also diese 3D-Figur. Das ist jetzt diese Visualisierung von Flowers and Trees. Und ganz links, das ist von unten, von schwarzer Seite. Und dann ganz rechts, das ist dann von oben. Und der Mitte ist einfach von seitlich betrachtet. Und das linke Bild ist das Beispielbild einer Visualisierung des ganzen wahrnehmbaren Farbspektrums. Das heißt also, das wird nie das ganze Kugel, sondern das ist da schon das ganze Farbspektrum. Das ist dann eine Visualisierung von Flowers and Trees. Man sieht deutlich, dass die Pünktchen bei drei Grundfarben RGB, also Rot, Grün und Blau, ein bisschen dichter platziert sind. Und die Farbpalette von Flowers and Trees bedeckt noch nicht ganz das gesamte Farbspektrum, aber zumindest konnten drei Grundfarben dank dem Dreifarbenverfahren sozusagen sehr gut wiedergegeben werden. Zum Vergleich zeige ich jetzt eine Visualisierung von einigen Cartoons von anderen Studios aus dem ungefähr gleichen Jahr. Anfang der 1930er Jahre wurden für die Cartoon-Produktion in den USA sonst noch hauptsächlich zwei andere Farbverfahren verwendet, Cinecolor und Technicolor 3. Und jetzt rechts sehen Sie eine Visualisierung von Aladdin and the Wonderful Lamp von Celebrity Pictures mit UWE-Works. Aus dem Jahr 1934. Der Film wurde nach Cinecolor produziert. Da sieht man deutlich, da fährt etwas, da grüne Farbe zum Beispiel. Und dann die Farbe ist auch insgesamt sehr gesättigter. Andere Beispiel, Funny Little Bunnies links und dann rechts aus gleichem Jahr Jack Frost üb E-Works Studio. Der Film wurde auch nach Cinecolor hergestellt. Da sieht man schon deutlich, dass der Disney-Centric-Film mehr Farbspektrum bedeckt. Das ist dann wieder von unten, also von schwarzen Seit-L-Achse entlang fotografiert, also Screenshots gemacht. Das ist dann von oben. Das ist auch ein anderes Beispiel von Musicland. Und Das andere Beispiel rechts ist der Calico Dragon aus dem Jahr 1935, also aus dem gleichen Jahr.
Und dieser Film wurde nach Technicolor Nummer 3 produziert. Da sieht man, da fährt blau. Der Film besteht aus grünen Ton und Rotton, Farbton, aber der Unterschied ist schon gravierend. Das ist einfach eine Übersicht von allen Farbpaletten von heutigem Programm. Also ein breites Farbspektrum wurde in der Tat in den Film der Selin Symphony bedeckt, kann man sagen. Die Farbpalette der Selin Symphonies war vielfältiger als die der anderen zeitgenössischen Cartoons, die nicht nach Technicolor Nummer 4 produziert wurden. Disney Studios großer Beitrag wurde aber nicht allein in der Farbenpracht seiner gezeichneten Welt gesehen, sondern auch in seiner sehr wirksamen, durchdachten Farbgestaltung. Filmwissenschaftler Richard Neupert nennt folgende drei Punkte als Disneys Grundprinzip seines Animationsschaffens: glaubhafte Illusion erschaffen, Handeln durch narrative Motivation und künstlerisches Spektakel. Disney hat die Farben in Selin Symphonies so eingeführt, dass sie diese Grundprinzipien unterstützen und dann auch noch verstärken. Glaubhafte Illusion klingt jetzt ein bisschen kontrovers, aber das war ein Kernkonzept, das Disney durchaus in seiner Animation realisieren wollte. Was er angestrebt hat, also kein Realismus, sondern Plausibilität, die mehr künstlerische Freiräume erlaubt. Als eines der wichtigen Schlüsselelemente zur Schaffung dieser glaubhaften Illusion galt die optische Tiefe. Die profilmische Welt des Zeichentrickfilms existiert im Prinzip nur zweidimensional. Das ist einfach flache Welt. Zwischen dem Hintergrundbild und dem Charakter im Vordergrund gibt es normalerweise keine physikalische Distanz. Um einer flachen Welt aber eine optische Tiefe zu verleihen, wurden unterschiedliche sozusagen Depth Cues verwendet. Farbe spielt im Prinzip für Tiefenwahrnehmung und Raumorientierung eine sehr wichtige Rolle. Disneys Animatoren ist es gelungen, Farben auch als zusätzliche, aber wesentliche Depth Cues anzuwenden. In den Filmen der Silly Symphony sieht man im Hintergrund häufig kalte Pastellfarbe, wie hellblau, hellgrün oder grau, und zwar als ungesättigte Farbe. Im Vordergrund sind dagegen eher warme, gesättigte Farben zu sehen. Eine solche Farbgestaltung kann sich auf die Theorie der Farbwahrnehmung zurückführen lassen, dass kalte Farben sich sehr eher so zurückzuziehen und warme Farben dagegen hervorzustechen oder sich auszudehnen wirken oder scheinen. Es dürfte auch kein Zufall sein, dass die Filme in Silly Symphonies zum großen Teil draußen spielen. Himmel oder Wolken, oder grüne Wiese sind ja vorteilhaft für eine optimale Figurgrundtrennung. Aber auch in einer Innenszene sieht man häufig ungesättigte Farben im Hintergrund, vor allem wenn im Vordergrund viele Objekte zu sehen sind. Eine gute Figurgrundtrennung versteckt auch die Lesbarkeit des Bildes. Eine harmonische, aber klare Figurgrundtrennung durch Farben konnte einer zweidimensionalen, also flachen Welt, eine optische Tiefe, somit eine der realen Welt annähernde, plausible Räumlichkeit verleihen. Entschuldigung. Eine der wichtigsten Strategien des Farbeinsatzes von Disney war, dass die Farben zugunsten des Hauptcharakters gestaltet werden sollten. Farben sollten dem Charakter Individualität geben und somit auch Narrative unterstützen. Das Hintergrundbild wurde daher auch so gemalt, um mit der Farbe des Charakters gut zu harmonisieren. Die ehemaligen Animatoren des Disney Studios Frank Thomas und Ollie Johnson
schrieben auch in ihrem Buch Illusion of Life: The background painters support the action by minimizing detail or bright colors that could distract from the action. Thus, the background palette is set to reinforce characterization and the action's effects subtly and plausibly. Eine harmonische Farbgestaltung mit der Betonung auf Hauptcharaktere begünstigt auch die Lesbarkeit des Bildes. Hier möchte ich noch einige andere Beispiele zeigen, wie die Farben als Mitte der Narration in dem früheren Farbfilm der Three Symphonies funktionieren. Zuerst funktioniert die Farben zur Gruppierung bestimmter Figuren. Eine gleiche Farbkombination zeigt eine homogene Gruppe. Darunter war kein individueller Charakter zu erkennen. In Sanders Workshop, das ist das Bild in der Mitte, kann man mithilfe des Kostüms in gleicher Purpurfarben Künstlerzwerge vor überfüllten anderen kleinen Elementen intuitiv auseinanderhalten. In der nächsten Phase wurde die Farbe eher zur Differenzierung verwendet. Mehr individualisierte Charaktere bereichern auch die Narrative. Alle Charaktere sind in ihrer Gestalt identisch gezeichnet, aber nur durch die Farben wurden sie individualisiert. Das ist auch eine praktische Lösung, um den Nebencharakteren zwar oberflächlich, aber Individualität zu verleihen, ohne ihr den Charakter durch eigene Zeichen differenzieren zu lassen, sondern nur durch die Färbung. Ein anderes Beispiel der Farbgestaltung, die Narrative unterstützt, ist die Farbe als eine Metapher für eine bestimmte Emotion oder einen mentalen und körperlichen Zustand. Diese Funktion bedeutet eine Übertreibung der Realität oder eine und kann als eine spezielle Bildsprache für den Soundtrack-Film gelten. Eine sich allmählich veränderte Farbe deutet dem Zuschauer darauf hin, dass die Körpertemperatur des Krass-Hyperts sinkt und erfriert. In Three Little Pigs betont die Änderung des Gesichtsfarbe des Wolfes, dass ihm langsam die Puste ausgeht. Die Farbe selbst wurde auch als Motiv in Narrativ aufgenommen und thematisiert. In Funny Little Bunnies erschien ein Regenbogen nicht zum feierlichen Anlass, sondern als Rohmaterial der Farbe. 6 Farben, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Purpur, sind dank des Technicolor Nummer 4 Verfahrens unverkennbar zu erkennen. Die Farben werden aber gesättigter und kommen in den Vordergrund, erst wenn sie als Farbstoff eine wichtige Funktion in der Narration erhalten. Im Musicland wurde die Farbe dem Schwarz-Weiß gegenübergestellt. In einem imaginären Musikland gibt es 2 verfeindete Königsreiche. Land of Symphonie, konservativ, aber elegant. Isle of Jazz, extravagant, aber lebendig. Eine Romeo und Juliet parodierte verbotene Liebe der zweiten Generation führt zu einem Krieg zwischen den 2 Königsreichen. Statt Kanonen hier wurden Notenzeichen geschossen. Und zwar schwarze Noten gegen farbige Noten. Jeweils repräsentieren diese den Stil des Landes. Im Musikland sind Farbe, Musik und Bewegung als narrative Mittel sinnästhetisch verschmolzen und die Charakterisierung der eigenartigen Instrumentfiguren wird verstärkt. Nicht zuletzt steuert die Farbe zur Entwicklung und Ausreifung künstlerischer Spektakel von Disney Studio bei. In den früheren farbigen Filmen der Three Symphonies erschien nicht selten ein Regenbogen. Das sollte zwar eine demonstrative Funktion haben, das breite Spektrum der Farbe zur Schau zu stellen, aber gerade hier sind die Farben des Regenbogens ungesättigt und oder transparent. Also sie verschmelzen harmonisch mit dem Schauplatz. Als ein Gegenbeispiel geht Jack Frost, ein Kurzzeichentrickfilm von Upwork Studio aus dem Jahr 1934. Nach der Rettung eines gefangenen Bärenjungen hinterlässt Jack Frost mit seiner fliegenden Farbpalette farbige Spulen in Form von Regenbogen. Gesättigte, bunte Farben fallen im
eher monotonen Hintergründe auf. Hier spielt die Farbenpracht, die Jack Frost in den farblosen Winter erheiternd hineingebracht hat, eine zentrale Rolle. Aber nur schade, dass der Regenbogen nur aus deutlich wenigen Farben besteht, wegen der limitierten Farbpalette von CineColor. Dieses Beispiel deutet darauf hin, dass Walt Disney die offensichtlich demonstrative Zuschaustellung der Farbvielfalt nicht in erster Linie beabsichtigte. Das Spektakel offenbart sich vielmehr in der bis in die kleinsten Details harmonisch gestaltete Farbgebung und in der verfeinerten Farbästhetik. In diesem Zusammenhang ist es interessant, der Vorspann und den Abspann der City Symphonies einzubeziehen. Die Gestaltung des Vorspanns sowie des Abspanns änderte sich jedes Jahr. Im zweiten Jahr mit Technicolor Nummer 4, also 1933, hatte Disney ein regenbogenfarbiges, buntes Design eingeführt. Diese weniger als 10-sekundigen Standbilder vor und nach dem Film sollten ein guter Schauplatz sein, um in der Farbenpracht den Zuschauer zu beeindrucken, aber ohne dabei die Narration zu stören. Die Farben von Disneys Animationsfilmen in den 1930er Jahren waren weder ein Schmuckstück noch eine zusätzliche Facette, sondern war sie ein integrierter Teil der Narration, der die gezeichnete Welt harmonisch und plausibel bereichern konnte. Nun komme ich zum Epilog. Technicolor hat nicht nur seine technische Auslüstung, sondern auch die produktionsbegleitende Beratung mittels seines Color Advisory Service als Paket angeboten. Die Kontrolle über die Farbästhetik während der Filmproduktion in Technicolor Nummer 4 Verfallen war Teil der Marketingstrategie von Technicolor, um das Farbverfallen langfristig an die Hollywood-Filmindustrie zu binden. Denn so konnte Technicolor den Grund der Skepsis gegenüber Farbfilm, nämlich aus unerwünschtem Übermaß an Farbe in den Spielfilmproduktionen der späten 1920er Jahre und frühen 1930er Jahren vermeiden. Im Jahr 1935 veröffentlichte Natalie Kalmus, die Leiterin der Abteilung für Farbberatung und Ex-Gattin des Gründers Herbert Kalmus, Color Consciousness, quasi ein Handbuch über Farbästhetik von Technicolor Nummer 4 und seinen optimalen Einsatz in der Praxis. Sie nannte hier wichtige Grundsätze der Technicolor Farbästhetik: restriktiv mit der Farbe umgehen statt exzessiv, Farbgestaltung an die konventionellen Hollywood-Standards anpassen lassen, Farbe soll die Narrative unterstützen und nicht stören, und so weiter. Und dazu noch auf die hierarchische Gewichtung unter Aufnahmegegenständen, das heißt Hauptfigur vor Nebenfigur oder Figur vor Objekten. Für alles für Lesbarkeit des Bildes achten. Anschließend der Empfehlung von Pastellfarben entsprechend eigentlich diese Grundsätze der Farbästhetik, die Disney in den Three Symphonies realisiert hatte. Herbert Kalmus, der Gründer von Technicolor, hatte in einem Artikel aus dem Jahr 1938 Funny Little Bunnies der Three Symphonies als gelungenes Beispiel erwähnt. Producers were willing to admit they had been wrong about color cartoons now, that the color cartoons were being held over for weeks or even months and earning several times their costs, but they still began every conversation about color in future films with the question of costs. I like to confound them with the following reply. Do you remember the huge rainbow in Disney's Funny Little Bunnies? Do you remember the bunnies drawing the colors of the rainbow into their pails and splashing their paints on the Easter eggs? Don't you agree that it was marvelous entertainment? Now I will ask you this. How much more did it cost Mr. Disney to produce that entertainment than it would have in black and white? The answer, of course, was that it could not have been done in black and white at any cost.
um skeptische Filmproduzenten davon zu überzeugen, dass Technicolor Nummer 4 finanziell und künstlerisch sicher funktioniert, hat der Kalmus ausgerechnet Disneys Cartoon aus dem Jahr 1934 herangezogen. In Anbetracht der Tatsache, dass bis zum Jahr 1937 eigentlich bereits 14 Realfilme nach Technicolor 4 produziert worden waren, erwies sich, dass Disney das neue Farbverfahren in seiner Silly Symphony Serie so optimal eingeführt und praktiziert hatte, dass der Erfinder und Anbieter des Farbverfahrens weiterhin mit Disneys Cartoons als wichtiges Verkaufsargument warb, und zwar gegenüber Produzenten von Realfilmen. Der erste, komplett im Technicolor 4 produzierte abendführende Spielfilm Becky Sharp kam im Jahr 1935. Bis dahin hatte Disney in der Tat mit seiner farbigen Silly Symphony Serie bereits 4 Oscar gewonnen. Walt Disney hat als allererster für seine Produktion der Silly Symphonies das Technicolor Nummer 4 eingeführt. Silly Symphony hat in der Ära der wichtigen filmtechnischen Errungenschaften dem Disney Studio ein optimales Experimentierfeld geboten. Die Farbästhetik von Disney Studio ist mithilfe der Optimierung seiner Ausrüstung und der Weiterbildung seiner Künstler schnell ausgereift, was diese Kurz-Cartoon-Serie nicht nur zu großem Erfolg führte, sondern sie auch durch ihre Farbästhetik als Musterbeispiel für Technicolor Nummer 4 in der Hollywood-Filmindustrie einen besonderen Stellenwert einnehmen hat lassen. Die Silly Symphonies gelten heute selbst als wichtige Meilensteine des ästhetischen und technischen Perfektionierungsprozesses des Disney Studios. Vor allem konnte Disney dadurch in vieler Hinsicht den anderen Cartoon-Studios überlegen sein. Eine hohe Farbqualität ist Disneys Charakteristika geworden. Technicolor Nummer 4 konnte wiederum dank des Vertrags mit Disney einen wichtigen ersten Kunden im Animationsbereich finden, in dem einerseits die komplette technische Ausrüstung für die Produktion nicht notwendig war und andererseits eine freiere, aber auch genauere Farbgestaltung möglich war als beim Realfilm. Dadurch konnte Technicolor gelungene Beispiele, die das neue Verfahren verwendeten, der Industrie sowie dem Publikum präsentieren, während Technicolor seine Technik für den optimalen Einsatz für die Realfilmproduktion noch verbessern konnte. Walt Disney und Technicolor beide konnten gegenseitig profitieren. Während Disney seit der letzten Hälfte der 1930er mehrere abendführende Meisterwerke in Technicolor Nummer 4 produziert, blieb Technicolor 4 bis in die 1950er hinein ein dominantes Farbverfahren. Zuletzt möchte ich zum heutigen Filmprogramm noch ein paar Worte sagen. Ich habe am Anfang der Präsentation gesagt, dass die Farbe eines Zeichentrickfilms aus dem Zusammenspiel des angewandten Farbverfahrens und dem Artefakt der parfümischen Welt entsteht. Die Farberscheinung, die wir wahrnehmen, ist natürlich auch noch von Vorführungsformat abhängig. Dazu muss ich ehrlich sagen, dass ein Disney Studio in seinen Veröffentlichungen in Home Entertainment, also heute dann DVD und Blu-ray, traurigerweise nicht genug auf die Authentizität der Farben seiner Animationsfilme achtet. Daher ergibt sich zum Beispiel eine Farbdifferenz zwischen zwei unterschiedlichen DVDs von The Country Cousin. Im rechten Bild, das ist der neuere DVD, und dann links, das ist der ältere DVD. Und dann in dem rechten Bild sieht man zum Beispiel die Augenfarbe der Katze, also viel grünlicher, und links gelblicher. Solche Farbdifferenz kommt leider sehr häufig vor. Glücklicherweise können wir heute aus der Sammlung des DFF-Filmarchivs zwei Filme, Three Little Pigs and the Country Cousin, auf 35 Meter Druckkopien, das heißt zwar keine zeitgenössische Kopien, aber auf im Dye-Transfer-Prozess
hergestellte technikaler Kopien zeigen. Flowers and Trees, Musicland, The Old Mill zeigen wir auf 35 Meter Kopie. Sie sind zwar keine technikaler Kopie, aber immerhin analog. Musicland stammt aus der Privatsammlung des Filmvorführers des DFF, Herrn Christian Appelt, der jetzt im Vorführerraum ist. Vielen Dank. Die anderen drei Titel, Babes in the Woods, Father Noah's Ark und Funny Little Bunnies, werden dann auf DVD gezeigt, also digital gezeigt. Und wir zeigen chronologisch 8 Filme, also es war Qual der Wahl, welchen Film wir zeigen, aber überwiegend aus anfänglicher Zeit der Farbigen City Symphonies, also von 1932 bis 1935 hauptsächlich, um die ästhetische und auch technische Entwicklung der Serie auch herauszuheben. Also das heißt, dass der Format zwischen analog und digital wechselt, aber das macht die Unterschiede der Farbqualität wahrscheinlich noch deutlicher. Und vor der Vorführung jeden Films werde ich dann noch kurz den Titel und dann Filmformat nochmal ankündigen. Das war's dann von mir und ich wünsche Ihnen dann noch viel Spaß mit dem Kurzfilmprogramm. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.